Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes 19-3846. Der Gesetzentwurf wird eingebracht in erster Lesung vom Kollegen Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dem Fraktionsvorsitzenden. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe die große Freude, heute den gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Novelle des Schulgesetzes in den Landtag einzubringen. Mit diesem Gesetzentwurf tragen wir dem Rechnung, was wir seit Beginn der Legislaturperiode zum Schwerpunkt der Bildungspolitik gemacht haben, nämlich ein Mehr an Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen. Wir setzen mit diesem Gesetzentwurf auf drei Prinzipien. Das erste Prinzip, das diese Koalition leitet, ist der Respekt vor dem Elternwillen. Wir wissen es nicht besser als die Eltern, die Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Wir wollen Eltern und ihren Kindern bestmögliche Fördervoraussetzungen an den Schulen schaffen und wollen den Eltern die Möglichkeit geben, sich für das Bildungsangebot zu entscheiden, was aus ihrer Sicht das Beste für ihren Sohn oder für ihre Tochter ist. Das ist für uns Respekt vor dem Elternwillen, meine Damen und Herren. Wir lassen uns leiten von Ermöglichen statt Verordnen. Wir wollen unseren Schulen neue pädagogische Möglichkeiten einräumen. Wir wollen ihnen Gestaltungsfreiheit geben. Wir geben ihnen eine gute Ausstattung, um ihre Arbeit zu erledigen. Aber wir schreiben ihnen eben nicht bis ins Detail vor, wie sie ihre Arbeit zu erledigen haben. Wir wissen nicht, was der eine beste Weg ist, um gute pädagogische Konzepte zu erreichen, sondern wir setzen auf Ermöglichen statt Verordnen, meine Damen und Herren. Und wir setzen auf Evolution statt Revolution. Wir wollen unser Bildungswesen mit Augenmaß weiterentwickeln, aber wir wollen aufhören mit dem Fehler, der hessische Bildungspolitik in früheren Jahrzehnten so oft ausgezeichnet hat, dass immer neue, angeblich revolutionäre bildungspolitische Ideen auf die Schulen ausgebracht wurden und die Schulen eigentlich nur gesagt haben, um Gottes Willen, könnt ihr uns nicht auch mal einen Moment in Ruhe lassen, könnt ihr nicht uns entscheiden lassen, was das bessere pädagogische Konzept ist. Deshalb setzen wir auf evolutionäre Weiterentwicklung statt auf immer neue revolutionäre, vermeintlich revolutionäre bildungspolitische Ideen. Lassen Sie mich auf einzelne Regelungen dieses Gesetzes eingehen. Wir regeln den Bereich der ganztägig arbeitenden Schulen neu. Erstmals wird in das Hessische Schulgesetz der Pakt für den Nachmittag aufgenommen, das große Projekt dieser Legislaturperiode, mit dem wir allen Grundschulen ermöglichen wollen, ein Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr zu machen. Und erstmals findet sich in einem Hessischen Schulgesetz geregelt die rhythmisierte Ganztagsschule in gebundener und in teilgebundener Form. Beides kommt in diesem Schulgesetz neu heraus, weil das die Politik dieser Koalition auch hier ist. Wir wissen es nicht besser als die Eltern, wir wissen es nicht besser als die Schulen, sondern wir wollen Möglichkeiten schaffen, in den Pakt für den Nachmittag zu gehen oder in eine rhythmisierte Ganztagsschule, ganz so, wie es vor Ort passt und wie es vor Ort gewünscht ist, meine Damen und Herren. Bei der Inklusion, also dem gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen, wollen wir, dass kein Elternwunsch auf inklusive Beschulung mehr abschlägig beschieden wird. Kein Elternwunsch mehr abschlägig beschieden wird. Und dafür machen wir einige Änderungen in diesem Schulgesetz. Wir verankern die inklusiven Schulbündnisse. Und der Kerngedanke der inklusiven Schulbündnisse ist, dass es eben keinen definierten Ressourcenvorbehalt für die inklusive Beschulung mehr gibt, sondern dass alle sonderpädagogischen Ressourcen, die derzeit im hessischen Schulsystem zur Verfügung stehen, auch eingesetzt werden können, je nachdem, für welchen Förderort die Eltern sich entschieden haben, also entweder inklusiv oder an der Förderschule. Auch hier, wir wissen es nicht besser als die Eltern, aber wir schaffen endlich die Möglichkeiten, Inklusion auch besser in Hessen umzusetzen. Wir setzen auf Schulvielfalt.
Und dazu gehört auch eine Stärkung der integrierten Gesamtschulen, die die Möglichkeit erhalten, künftig komplett binnendifferenziert zu unterrichten, also auf eine Differenzierung nach Kursen zu verzichten. In anderen Bundesländern wird darüber groß und ideologisch gestritten. In anderen Bundesländern haben diese Schulformen dann auch neue Namen mit großem Trara, Sekundarschule oder Stadtteilschule. Wir in Hessen setzen auf die Stärkung unserer integrierten Gesamtschulen, denn wir haben schon eine Schulform des längeren gemeinsamen Lernens, die wir mit diesen Maßnahmen stärken wollen. Die Eltern haben entschieden, dass sie die eigenständigen Hauptschulen für ihre Kinder nicht mehr anwählen. Und deshalb vollziehen wir mit dem Schulgesetz auch hier die schulische Praxis und die schulische Wirklichkeit nach, indem wir sagen, eigenständige Hauptschulen soll es in Hessen auch künftig nicht mehr geben, meine Damen und Herren. Auch in weiteren Bereichen wie dem Übergang von Schule und Beruf, beim Thema Tragen Kopftuch im Unterricht, beim Thema Sexualerziehung nehmen wir eine Reihe von Veränderungen vor. Die Zeit lässt leider nicht zu, dass ich das in allen Details ausbreite. Das können wir in der Ausschusssitzung machen. Aber ich will noch einmal ein, zwei Anmerkungen machen zur Reaktion der Opposition auf die Novelle dieses Schulgesetzes. Was wird da gesagt? Der Vorwurf war, dass im Schulgesetz nichts zu den Ressourcen gesagt wird. Stimmt, meine Damen und Herren von der Opposition, so ist es in einem Gesetz. Ein Gesetz bestimmt die Rahmenbedingungen, und danach legen wir die Ressourcen fest. Und mit den Ressourcen können wir uns doch sehen lassen, weil in den Schwerpunktbereichen dieser Koalition beim Ganztagsschulausbau, bei Inklusion, bei der Lehrerzuweisung nach Sozialindex, bei der Deutschführung von Migranten haben wir seit Beginn der Legislaturperiode 2.300 Stellen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Ja, auch die Ressourcen haben wir geregelt, aber halt nicht im Schulgesetz. Und dann höre ich, es müssten Großreformen mit diesem Schulgesetz verwirklicht werden, und es sei alles nicht ausreichend, und höher, schneller, weiter. Und man bräuchte ganz andere Maßnahmen. Ich habe nur noch keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört, was denn diese konkreten Maßnahmen sein sollen. Also, ich bin da jetzt sehr gespannt auf die Debatte, was die Opposition sagt. Die sagt, alles reicht nicht aus, was denn jetzt die Vorschläge sind. Vielleicht sagen Sie ja endlich einmal, was Sie wollen. Dann sagen Sie doch, welche Schulform Sie abschaffen wollen. Dann sagen Sie doch, wie Sie Inklusion anders umsetzen wollen. Dann haben wir ja etwas, worüber wir diskutieren und streiten können. Dann sagen Sie doch, welchen grundsätzlichen anderen Weg Sie beim Thema G8, G9 gehen wollen. Dann sagen Sie doch, dass Sie den wenigen Schulen, die noch bei G8 sind, jetzt auch vorschreiben müssen, G9 machen zu müssen. Dann sagen Sie doch, was Sie vorhaben, den Schulen. Immer zu sagen, höher, schneller, weiter, ohne jeden konkreten Vorschlag, das ist ein bisschen wenig, meine Damen und Herren. Und ich weiß ja, warum das die Opposition nicht macht und auch jetzt in der Debatte nicht machen wird, weil sie weiß, dass wenn sie ihre Vorschläge aussprechen würden, die Schulen da dagegen wären. Weil unsere Schulen wollen nicht neue Zwangsbeglückungen, sie wollen nicht neue revolutionäre bildungspolitische Ideen, sondern sie wollen Verlässlichkeit und Perspektiven und eine vernünftige Ausstattung. Und genau das setzen wir mit diesem Schulgesetz und mit unserer Bildungspolitik um für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf den Entwurf des neuen Schulgesetzes haben wir mit Spannung gewartet. Ich will nicht behaupten, dass wir uns allzu große Hoffnung auf tatsächlich notwendige Strukturveränderungen gemacht hätten. Die Erfahrung mit Ihrem Bildungsgipfel, Herr Lorz, die hält ja noch nach. Kompromissbereit ist die schwarz-grüne Landesregierung ja nur, wenn die Kompromisse von Ihnen selbst ausgearbeitet und vorgeschlagen werden.
Nichtsdestotrotz war ich ziemlich enttäuscht, als ich die knapp 100 Änderungen durchgeschaut habe, die Sie uns letzte Woche präsentiert haben. Ein großer Wurf zu mehr Bildungsgerechtigkeit für den und die einzelnen SchülerInnen sowie Schritte hin zu einer wirklich demokratisch verfassten Schule mit mehr Mitbestimmungsrechten auf allen Ebenen ist es sicher nicht, Herr Lorz. Zunächst schaut es einmal so aus, als wäre nichts wirklich Neues dabei. Abgesehen von den redaktionellen Änderungen haben Sie uns ja mehrfach schon ausführlich auf die meisten Neuerungen vorbereitet, sei es in Ihrer Regierungserklärung oder in einer der Pressekonferenzen aus diesem Jahr. Sie wollen die Novellierung vor allem dazu nutzen, um sich selbst wieder einmal zuzujubeln und sich auf die Schultern zu klopfen, und das kennen wir ja auch schon. Aber ich will nicht nur meckern, Herr Wagner, ich will nicht nur meckern, denn bei genauem Hinsehen ist die ein oder andere Neuerung ganz interessant. Sie wollen keine neuen Hauptschulen genehmigen, sondern den Hauptschulabschluss nur noch in einer anderen Schulform anbieten. Das ist zwar jetzt keine innovative Idee des Kultusministers, sondern Resultat des seit langem stattfindenden Hauptschulsterbens. Aber trotzdem halten wir diese nun gesetzlich festgeschriebene Regelung für richtig. Warum? Weil sie die ausufernde Mehrgliedrigkeit, auf die diese Landesregierung entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen ja ungemein stolz ist, also auf die Vielfalt, die Sie auch heute wieder gelobt haben, ungemein stolz ist oder vielleicht auch nur war, ein klein wenig reduziert. Und wer weiß, vielleicht ist das Aussterben einer Schulform ja die Geburtsstunde der einen Schule für alle, meine Damen und Herren. Denn der Grundgedanke, verschiedene Abschlüsse an einer Schule anzubieten und so auch der sozialen Selektion im Bildungswesen entgegenzuwirken, der ist natürlich richtig. Schauen wir doch einmal, welche Schulform über die Jahre hinweg besonders durch den Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Sie wissen es vielleicht, die Gemeinschaftsschulen. Ich könnte mir denken, dass besonders der schulpolitische Sprecher der CDU, Herr Schwarz, genau dies nicht einmal in seinen schlimmsten Albträumen in Erwägung ziehen möchte, dass die schwarz-grüne Landesregierung mit ihrer Absage an die Neugründung von Hauptschulen den ersten Schritt auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule oder wie Irma und seine Eleve Schwarz immer sagen, Einheitsschule getan hat. Keine Einheitsschule, keine Einheitslehrer. Warten wir doch einmal ab, Herr Schwarz, was die Zukunft bringt und ob wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Veränderungen auch irgendwann einmal die hessische Bildungspolitik beeinflussen. Und da wir gerade von Trippelschritten reden, auch die Möglichkeit, nun reine Oberstufengymnasien errichten zu können, ist ein Schritt, der auch getan werden müsste, würde man die eine Schule für alle haben, in der Kinder und Jugendliche von der 1. bis mindestens zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet werden und die dann in Oberstufengymnasien gehen. Ebenso ist die umfassende Binnendifferenzierung, die Sie nun in den integrierten Gesamtschulen verankern, auch so eine Forderung, die die Verfechterinnen und Verfechter der Schule für alle in ihren pädagogischen Konzepten aufstellen. Denn hier lernen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam, aber nicht alle das Gleiche und nicht alle im gleichen Tempo. Oberstufenschulen für die Schülerinnen und Schüler, die nach der 10. Klasse noch das Abitur erlangen möchten, ja, auch die brauchen wir, wenn wir die eine Schule für alle haben. Daher, Herr Kultusminister, weiter so. Ich würde mir sehr wünschen, Sie würden Ihre Zaghaftigkeit ganz ablegen und diesen Weg auch weiter mutig beschreiten. Und wenn Sie diese Veränderungen, Herr Wagner, alle mit dem Elternwillen begrünen, dann ist uns das auch recht, ganz recht. Kluge Eltern, kann ich da nur sagen. Aber natürlich bleibt noch genug zu kritisieren und scharf zu kritisieren. Zum Beispiel, dass der Pakt für den Nachmittag durch diesen Entwurf eine weitere Stärkung erfährt und somit den tatsächlichen Ausbau echter Ganztagsschulen von hinten herum aushebelt, auch wenn es formal möglich ist. Die Schulen entscheiden sich, weil sie sich auf den Weg des Pakts für den Nachmittag eingelassen haben, immer weniger für echte Alternativen, für echte Ganztagsschulen. Wie unsere Kleine Anfrage aus dem Sommer ja ergeben hat, haben Sie außerdem gar keine Ahnung, wie der Pakt an den 122 Schulen, die an dem Teilnehmen tatsächlich umgesetzt wird. Das bestätigen auch die Berichte vieler Eltern, deren Schulen nun seit den Sommerferien Paktschulen geworden sind und die über katastrophale Zustände berichten. Kooperationen zwischen Schulen und Einrichtungen, die seit Jahren bestanden, sind nur im Chaos miteinander verwebt. Man fühlt sich alleingelassen,
Zuständigkeiten sind ungeklärt, und einen verantwortlichen Ansprechpartner beim Schulamt oder im HKM sucht man vergebens. Wir werden unsere Kleine Anfrage nun in Form einer Großen Anfrage, Herr Kultusminister, erneut einbringen, damit Sie auch Zeit haben, genug Zeit haben, sich ein Bild über die tatsächliche Situation an den 122 Schulen zu verschaffen. Und dann wird an dieser Stelle wieder darüber debattiert, wenn auch nicht durch mich. Als letzten Punkt möchte ich die Inklusion ansprechen. Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen können nun im vollen Umfang an allgemeinbildenden Schulen eingesetzt werden und so ein verlässlicher Teil des Kollegiums werden, was in der Tat eine große Verbesserung darstellt. Allerdings drückt der Ressourcenvorbehalt auch dieser Novellierung immer noch den Stempel auf, wodurch ein Umdenken, ein quasi vom Kopf auf die Füße stellen, nicht gelingen kann. Dazu sehe ich auch Gefahren, z.B. wenn es um Ihre viel gefeierten inklusiven Schulbündnisse geht. Erst einmal ist es natürlich sinnvoll, wenn die regionalen Entscheidungsträger sich zusammensetzen, um nach dem bestmöglichen Förderweg für jedes Kind zu suchen. Das sollte aber eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit und längst verankerte Praxis sein, so viele Jahre nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention. Meine Befürchtung geht aber dahin, dass diese inklusiven Schulbündnisse, regionalen Schulbündnisse, dazu genutzt werden könnten, sich die Verantwortung für die Inklusion zu teilen. Ich vertrete die Sicht von Inklusion, dass Inklusion in jeder Einheit, auch der kleinsten, also jeder einzelnen Klasse, verwirklicht werden muss. Dass also Politik mit ihrer Gestaltungsverantwortung, und die haben wir immer noch, auch wenn Sie gerne den Eltern die entsprechende Verantwortung zuschreiben möchten, dass die also Politik mit ihrer Gestaltungsverantwortung dafür zu sorgen hat, dass auch in der kleinsten Einheit keinerlei Aussortieren stattfindet, sondern so, dass, wie wir wissen, Beeinträchtigungen jeglicher Couleur regional bis in die Wohnviertel hinein relativ gleich verteilt sind und dass dann auch die aufnehmenden Bildungseinrichtungen, da wo diese Kinder wohnen, sich verantwortlich zeigen müssen. Dies verbietet sogenannte Schwerpunktschulen, also Konzentration bestimmter Beeinträchtigungsformen in bestimmten Schulen. Herr Kultusminister, wenn Sie mir hier und heute versichern, dass die regionalen inklusiven Schulbündnisse genau so nicht arbeiten sollen, dann würde mich das freuen. Aber dann bräuchte es auch ein aktives Gegensteuern von Ihrer Seite. Denn so ein Aufteilen von Verantwortung, so ein Nutzen vorhandener Kompetenzen ist erst einmal verständlich. Aber jede Konzentration in der einen Schule und damit das Nichtvorhandensein bestimmter Beeinträchtigungsformen in anderen Schulen würde dem Gedanken der Inklusion klar widersprechen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wenn der Kollege Wagner sich wünscht, mit seiner Forderung nach Regierungsfraktion fragt, ob es jetzt nun antwortet, vom eigenen Stillstand abzulenken, muss ich Sie enttäuschen, Herr Wagner. Jetzt reden wir erst einmal über Ihren Entwurf und über Ihr Gesetz und über nichts anderes. Bemerkenswert ist ja schon, dass über ein Jahr nach dem Scheitern des Bildungsgipfels, nach diesem Bildungsgipfel, wo viele Menschen Herzblut reingesteckt haben, unheimlich viele Ideen auch von uns formuliert wurden, dass über ein Jahr nach diesem Bildungsgipfel es hier zu keinen substanziellen Änderungen kommt, meine Damen und Herren. Kein Anzeichen des Fortschritts, kein Schritt zu mehr Übersichtlichkeit, und die Zersplitterung des Schulwesens wird durch die Verankerung von G8 und G9 in der Parallelität sogar noch im Schulgesetz verankert, meine Damen und Herren. Das ist eben kein Beitrag zu mehr Chancengleichheit, auch wenn Sie es anders sehen, Herr Kollege Wagner. Das ist keine Evolution, das ist Stagnation, meine Damen und Herren. Und ich will vorab auch noch etwas zum Verfahren hier sagen. Ich finde das ja schon ein bisschen merkwürdig. Wir wissen, über ein Jahr lang arbeitet das Kultusministerium an diesem Gesetzentwurf. Das war ja sogar angekündigt nach dem Bildungsgipfel, dass die Landesregierung dann ihre Conclusio hieraus ziehen würde. Auf Nachfrage im Ausschuss heißt es, die Landesregierung legt dann ein Gesetz vor. Und jetzt plötzlich ist es ein Fraktionsgesetz, meine Damen und Herren. Ist es ein Fraktionsgesetz? Offenbar, weil der Zeitdruck so schnell ist, weil Sie sich nicht einigen konnten. Und
Sie haben über Respekt geredet, Herr Kollege Wagner. Das ist kein Respekt vor dem Parlament, wenn man hier den Zeitdruck aufbaut, eine Woche vor der Einbringung, vor der ersten Lesung, hier ein Gesetz vorlegt mit über 115 Änderungen, meine Damen und Herren. Und das ist übrigens auch kein Respekt vor den Verbänden und vor den Akteuren, die sich hier einbringen, auch außerhalb des Parlaments, wenn sie diese umgehen, indem es keinen Regierungsentwurf und keine Regierungsanhörung gibt, meine Damen und Herren. Das ist sicherlich nicht der neue Stil, meine Damen und Herren. Und wenn man dann noch nach einer Synopse fragt, weil man gerne das besser nachvollziehen will, hört man, dass nicht einmal die Regierungsfraktion eine Synopse hierzu haben. Also so ernsthaft können Sie sich damit ja gar nicht beschäftigt haben. Kommen wir zum Inhaltlichen. Die Grünen kommen ja, Herr Wagner, eigentlich in diesem Entwurf gar nicht vor. Sie haben es selbst gesagt. Eigentlich akzeptieren Sie alles, was in den letzten Jahren von Schwarz oder Schwarz und Gelb gemacht wurde. So leider fallen die Grünen hierbei aus, meine Damen und Herren. Das Einzige, was Sie vielleicht noch erreicht haben, ist, dass nicht allzu viel mehr kaputt gemacht wird an diesem Schulgesetz. Aber das ist dann auch schon alles. Kommen wir einmal zu den konkreten Punkten. Die Hauptschule. Das wurde ja doch vielfach gefeiert. Endlich tut sich hier was in Hessen. Die Hauptschule wird abgeschafft. Schauen wir uns das einmal genau an. Erstmal, es dürfen keine neuen Hauptschulen gegründet werden. Wer kennt hier jemanden, der vorhatte, eine neue Hauptschule zu gründen, meine Damen und Herren? Ich glaube, niemand. Niemand wollte eine neue Hauptschule gründen. Dann kommen wir zur Frage, was ist mit denen, die es gibt. Es gibt eine reine Hauptschule. In der Tat, da muss sich der Schulträger Wiesbaden überlegen, wie er damit künftig umgehen will. Aber, meine Damen und Herren, was Sie ja allen verschweigen, ist, dass wir 27 Grund- und Hauptschulen noch im Land haben. Das heißt, das sind Schulen, wo es vierjährige Grundschule gibt und danach die Kids weitergehen auf der Hauptschule. Das sind faktisch eigentlich eigenständige Hauptschulen mit einem Unterbau hinten dran. Aber in der weiterführenden Schule ist es ein einzelner Strang. Und diese 27 Schulen, die dürfen weiter bestehen, meine Damen und Herren. Also der Fortschritt in Hessen fällt hier aus, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zum Prinzip der Binnendifferenzierung. Da ist ja ganz spannend, da spricht man mit den Schulen und dann hört man, ja, das machen wir doch alles schon längst, wie das formal geregelt ist. So viel Neues, meine Damen und Herren, ist das mit der Binnendifferenzierung nichts. Und wenn man sich einmal die Relationen anschaut, wie viele Schulen das betrifft, die integrierten Gesamtschulen, ist das auch ein bisschen schade. Im grünen Wahlprogramm stand man, man wolle die Hälfte aller Schulen in Hessen ermutigen, sich zu neuen Schulen weiterzuentwickeln. Eine grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg hat es vorgemacht. Da gab es seit 2012, 2013 an 42 Standorten Gemeinschaftsschulen, die eben so binnendifferenziert unterrichten. Inzwischen sind es über 300 Schulen. Meine Damen und Herren, das ist ein wirklicher Fortschritt gewesen in Baden-Württemberg. Aber Grün setzt sich hier in Hessen nicht durch, meine Damen und Herren. Zu den inklusiven Schulbündnissen hat Frau Kollegin Cárdenas schon etwas gesagt. Inklusion heißt, die Kinder, die Jugendlichen besuchen die Regelschule in der Nachbarschaft vor Ort und eben nicht irgendwelche Schwerpunktschulen irgendwo im Landkreis, meine Damen und Herren. Und das Spannende dabei ist ja, wenn man hinten in Ihrem Gesetz nachschaut, dann steht da ja drin, dass diese inklusiven Schulbündnisse spätestens bis zum Schuljahr 2019, 2020 zu realisieren sind, meine Damen und Herren, nach der Landtagswahl. Das heißt, die Grünen lassen sich auch hier wieder an der Nase rumführen und wissen genau, da pokert jemand darauf, dass sich Mehrheiten ändern und möglicherweise man da auch noch dran vorbeikommt, meine Damen und Herren. Und zum Ressourcenvorbehalt, Herr Wagner. In der Tat, den ehemaligen Passus zum Ressourcenvorbehalt haben Sie herausgestrichen. Aber in Passus in § 52 Absatz 3 steht dafür neu, Sie, nämlich die Beratungs- und Förderzentren, stellen den allgemeinen Schulen Förderschullehrkräfte für den inklusiven Unterricht im Rahmen des Stellenkontingents zur Verfügung, meine Damen und Herren. Wenn das kein Ressourcenvorbehalt ist, was ist es dann? Und weiter später führen Sie aus, kann die Förderung nicht ausreichend erfolgen, bestimmt die Schulaufsichtsbehörde, an welcher Schule oder Förderschule die Beschulung erfolgt, meine Damen und Herren. Das ist keine Wahlfreiheit, und das hat auch nichts mit Respekt vor dem Elternwillen zu tun, meine Damen und Herren. Dazu kommt der schon vielfach hier angesprochene Lehrermangel, gerade im Bereich der Förderschullehrer, meine Damen und Herren. Wo keine Lehrer sind, können Sie auch keine Inklusion ausbauen, auch keine neuen Leute einstellen. Da hilft jeder Stellenaufwuchs gar nichts, meine Damen und Herren. Und dann noch zum Punkt Ganztag. Also,
Ich habe immer noch nicht verstanden, was da eigentlich neu sein soll, dass Sie in der Tat einige gute Sätze, die in der bisherigen Ganztagsschulrichtlinie ja schon längst stehen, dass Sie die ins Schulgesetz übertragen, meine Damen und Herren. Kann man auch sagen, okay, das gibt dem Ganzen eine höhere Wertigkeit, aber Sie bringen Ganztagsschulentwicklung damit keinen Schritt voran, meine Damen und Herren, denn die entscheidet sich einzig und allein an den Stellen, die es dafür in den nächsten Jahren geben wird. Das Schlimme ist, Sie überführen ja nicht nur die Ganztagsschulrichtlinie, Sie nehmen auch noch den Pakt für den Nachmittag mit ins Schulgesetz auf, meine Damen und Herren. Der Pakt für den Nachmittag ist völlig fehl am Platz im Schulgesetz, denn das ist Betreuung, das hat mit Schule nichts zu tun, hat dementsprechend auch im Schulgesetz keinen Funken zu tun, meine Damen und Herren. Alleine, dass Sie mit dem Pakt das Schulgeld durch die Hintertür einfahren, müsste Ihnen eigentlich deutlich machen, dass das hier nicht hingehört und eben hier falsch ist, meine Damen und Herren. Ich will zum Ende noch etwas Positives sagen. Natürlich ist es gut, dass Sie die eigenständigen gymnasialen Oberstufenschulen verankern. Das haben wir letztes Jahr schon vorgeschlagen, meine Damen und Herren. Hier rennt die Regierung der Opposition hinterher. Genauso bei den Schulinspektionen. Wer war es denn, der die letzten zwei Jahre beantragt hat, die Schulinspektionen zu streichen und in etwas anderes zu überführen? Das war die Opposition, meine Damen und Herren. Und wer hat im letzten Wahlkampf massiv gefordert, wir brauchen Produktionsschulen, müssen die auch entsprechend hier verankern. Das war die Opposition, und jetzt rennen Sie uns hier hinterher, meine Damen und Herren. Aber schön ist immer noch, dass nach, ich glaube, drei Gesetzen zur Qualitätssicherung an hessischen Schulen von der CDU endlich auch mal die Qualitätssicherung im Schulgesetz vorkommt, meine Damen und Herren. Das ist schon ein Fortschritt, endlich. Lieber Kollege Degen, ja, muss zum Schluss kommen. Jetzt am Ende mehr Show und Schauspiel statt Evolution oder irgendwie ein Vorankommen. Die Landesregierung ist handlungsunfähig. Und das Motto ist ja wohl, wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Wolfgang, wir bitten noch einmal um Verständnis. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Einbringungsrede des Kollegen Wagner hat in ihrer engagierten und ja auch lautstarken Art und Weise mir endlich klargemacht, was man eigentlich über dieses Gesetz hinüberschreiben kann. Die richtige Überschrift ist viel Lärm um ziemlich wenig. Grundsätzlich enthält dieser Gesetzentwurf nichts Neues. Das ist auch gut so. Das nimmt manche Befürchtungen weg, die man haben musste, als die GRÜNEN in die Regierung eingetreten sind. Verschiedene Lieblingsprojekte dieser Koalition werden jetzt festgeschrieben. Da ist nichts Neues dabei. Darüber hinaus gibt es ein paar redaktionelle, auch rechtliche Anpassungen, die erfolgen mussten. Eins schätze ich etwas anders ein als der Kollege Degen. Man redet zwar von Qualität und Qualitätssicherung, aber wenn man sich das Gesetz einmal anschaut, eine echte Qualitätsoffensive, von der in der Begründung teilweise ja noch die Rede ist, die kann man dort nur vergeblich suchen. Davon ist nichts zentral. Was feststellbar ist, das wurde schon erwähnt, dass die gesetzlichen Regelungen zum großen Teil erst nach einem gewissen Zeitraum umgesetzt werden, wenn die Verantwortung für die Ergebnisse und die Beseitigung von Problemen bei anderen liegt. Was fehlt, und das will ich ausdrücklich erwähnen, ist der Mut, die Schulen in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen und ihnen Entwicklungspotenziale einzuräumen. Das sucht man vergeblich. Man kann auch froh sein, dass wenigstens das, was erreicht ist, beibehalten wird. Und das ist eigentlich durchgängig in diesem Gesetzentwurf so. Positiv kann man festhalten, man kann froh sein, dass wenigstens nicht das zurückgedreht wird, was wir in der letzten Wahlperiode erreicht haben. Auf der anderen Seite, zweiter positiver Punkt, es gibt eben keine großen Eingriffe in die Schulstruktur. Das ist ein wesentlicher positiver Punkt, wenn man den Bildungsgipfel verfolgt hat. Und die Diskussionen und aus der linken Seite des Hauses sind ja auch die Hinweise wieder gekommen. Man würde sich da etwas anderes wünschen, die Gemeinschaftsschule, die sechsjährige Grundschule vielleicht als Minimum. Und, ich muss schon sagen, der Hinweis,
Herr Kollege Schwarz, da können Sie vielleicht noch einmal darauf eingehen. Es sollte Sie nachdenklich machen, wenn die Kollegin Cárdenas Sie dafür lobt, dass jetzt die Hauptschule abgeschafft wird, weil das genau der erste Ansatzpunkt, der Einstieg ist, um die Schulvielfalt in Hessen einzuschränken. Davor sollten Sie sich warnen. Wenn dann festgestellt wird, dass man die eigenständigen gymnasialen Oberstufen wieder zulassen will, dann ist das eine gute Sache. Das könnten wir längst haben können. Insofern auch hier wieder viel Lärm um ziemlich wenig. Das Gleiche gilt für das Thema Inklusionsbündnisse. Inklusion muss vom Wohl der Kinder ausgedacht werden. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und wenn dieser Grundsatz weiterverfolgt wird, dann kann inklusive Beschulung gelingen. Aber der angekündigte große Sprung, Herr Kollege Wagner, den insbesondere die GRÜNEN immer verlangt haben, den sucht man vergeblich bei diesen Inklusionsbündnissen. Sie sind wie so oft als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Abschaffung der Schulinspektion. Was machen Sie denn da? Sie schaffen die Schulinspektion der bisherigen Form, die einen guten Ansatz hatte, aber nach der zweiten Runde durchaus ihre Existenzberechtigung überprüft bekommen musste. Die schaffen Sie einfach ab. Aber was machen Sie denn stattdessen? Was machen Sie denn stattdessen? Nichts machen Sie. Die Qualitätsoffensive, die wir brauchen, danach sucht man vergeblich. Im Gegenteil, der Staatssekretär reist dann noch durch die Lande und stellt sich beim Philologenverband hin und rühmt sich für die Abschaffung der Schulinspektion. Ja, das ist der eine Schritt, aber man muss ja auch mal etwas dagegen setzen. Man muss dann sagen, wie soll es weitergehen. Was Sie machen, ist alleine, dass Sie die Verantwortung für die Qualitätskontrolle an die Schulleiter zurückgeben, die das alleine stemmen müssen. Pakt für den Nachmittag. Ja, Sie schreiben ihn jetzt ins Gesetz. Über das Bekannte hinaus nichts. Viel Lärm um ziemlich wenig, kann man auch hier wieder sagen. Berufsorientierung. Ein Thema, auf dem sich ausnahmsweise einmal alle auf diesem wunderbaren Bildungsgipfel einig waren. Immerhin steht es jetzt einmal im Gesetz. Aber was ist neu dabei? Was leisten Sie denn zur Berufsorientierung? Nichts. Viel Lärm um ziemlich wenig. Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung. Das ist Ihre Antwort auf die große Diskussion über die Reform der Übergangssysteme. Ein Schulversuch für die, wie nennt sich das, BÜA, wunderschöne Abkürzung, das ist ja immer eine feine Sache. Aber was fehlt, ist der Mut zur Qualitätsoffensive auch in diesem Punkt. Viel Lärm um ziemlich wenig. Ich will einen letzten Punkt ansprechen, der hier noch keine Rolle gespielt hat, weil es sich um eine vermeintlich kleine Änderung handelt, die aber eine große Wirkung zeigen kann, und zwar eine negative Wirkung. Ich will das sehr deutlich sagen. Das ist die gleich am Anfang des Schulgesetzes zu findende Verschärfung der Vorschriften zur Werbung in den Schulen. Es verwundert schon, dass das an so prägnanter Stelle jetzt aufgenommen wird bei den Grundsätzen für die Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Und für die, die es noch nicht gelesen haben, will ich es einmal zitieren. Dort steht im Artikel 3 Absatz 15 neu, Werbung ist in der Schule unzulässig. Da mache ich einen großen Haken dran. Das ist, glaube ich, unstreitig. Dann wird es aber spannend. Dann heißt es nämlich, Ausnahmen für Sponsoring kann das Kultusministerium im Rahmen geltender Vorschrift dann zulassen, wenn eine Beeinflussung sowie der Anschein einer Einflussnahme auf Schule und Unterricht ausgeschlossen ist und das Sponsoring nicht im Widerspruch zu den Bildungs- und Erziehungszielen steht. Die Schranken, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wird das sehr deutlich. Die Schranken, die mit diesen Paragraphen gezogen werden, sind recht eng. Und es wird im Übrigen wieder deutlich, dass, was wir immer befürchtet haben, sich wieder einmal bewahrheitet. Das Kultusministerium zieht Entscheidungskompetenzen an sich, die bisher noch beim Schulleiter lagen. Die Schulleitungen konnten entscheiden, welche Lehrbücher benutzt werden. Jetzt macht das alles der große Überwacher im Kultusministerium. Und da drängt sich dann schon die Frage auf, warum die Entscheidung so hochgezogen wird und der Ermessensspielraum so eng gefasst wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo werden denn dann die Grenzen gezogen? Was heißt, wenn eine Beeinflussung sowie der Anschein, nur der Anschein einer Einflussnahme auf Schule und Unterricht ausgeschlossen ist? Und weiter, und das Sponsoring nicht im Widerspruch zu den Bildungs- und Erziehungszielen nach diesem Gesetz steht. Bedeutet das überspitzt gefragt,
dass die Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung aus dem § 6 Absatz 4 vielleicht einen Besuch im ökologisch nachhaltigen Demeterbetrieb rechtfertigt. Aber die Weiterverarbeitung durch Betriebe vor Ort und die Vermarktung der Produkte beispielsweise nicht mehr vertieft werden darf, weil das könnte ja den Anschein wirtschaftlicher Betätigung und Werbung bringen. Es geht uns nicht um offensichtliche Werbung. Das will ich klar wiederholen. Was wir brauchen, ist aber eine klare Regelung, die einem wesentlichen Punkt, und das darf ich als Letztes bitte noch anmerken, betrifft. Wir haben eine Tendenz, die Bitkom hat in einer Untersuchung festgestellt, zwei Drittel der Lehrer würden ihren Schülern von Existenzgründungen abraten, davon abraten, Betriebe zu übernehmen, sich selbstständig zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das brauchen wir aber. Wir brauchen Lehrer, die ihren Schülern auch vermitteln, was unternehmerisches Wirken ist, was das für Chancen beinhaltet, natürlich auch, was es für Risiken beinhaltet. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen Bildung über ökonomische Zusammenhänge stärker in die Schulen bringen. Ich komme endgültig zum Schluss. Gerade die Zusammenarbeit, der Austausch und die Informationen vor Ort, das ist sinnstiftend, auch im Hinblick im Übrigen auf Berufs- und Studienorientierung. Aber hier kann man wieder feststellen, das Motto dieser Koalition ist vorwärts in die Vergangenheit. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wahlfreiheit für Eltern stärken, Kontinuität und Verlässlichkeit für die hessischen Schulgemeinden garantieren und Bildungs- und Chancengerechtigkeit für die hessischen Schülerinnen und Schüler gewährleisten. Das sind die Eckpfeiler unseres Gesetzes, das wir heute in diesen Hessischen Landtag mit einbringen. Gemäß unserem Koalitionsvertrag Schule verlässlich gestalten und Wahlfreiheit sichern entspricht dieses Gesetz, diese Gesetzesnovelle sowohl dem Wunsch der Eltern nach Entscheidungsmöglichkeiten, aber genauso wird auch dem Anliegen der Schulgemeinden Rechnung getragen, möglichst ein hohes Maß an Planbarkeit und Verlässlichkeit dort wiederzufinden. Das ist unser Leitmotiv. Planungssicherheit, Zuverlässigkeit, sage, was du tust, und tue, was du sagst. So machen wir es, so handelt Schwarz-Grün, meine Damen und Herren. Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag, die Einführung der inklusiven Schulbündnisse, die sorgsame Weiterentwicklung der Schulstruktur mit einer breiten Auswahlmöglichkeit im Sinne einer Schulvielfalt, wo die Eltern natürlich passgenau entscheiden können, nach den Neigungen, nach den Talenten ihrer Kinder den möglichst optimalen Schulstandort, aber auch die möglichst optimale Schulform, den optimalen Bildungsgang zu wählen. Das sind die Leitplanken, die uns in dieser Schulgesetznovelle leiten. Und damit sorgen wir dafür, dass dieses Maßnahmenbündel auf gesetzlicher Ebene verankert wird und im bestehenden Gesetzestext dann auch die nötigen redaktionellen Anmerkungen dort ergänzt werden. Im Übrigen, wer dieses Schulgesetz, wer diese Schulgesetznovelle kleinreden will, der muss dann mal bis 115 zählen können. Es sind nämlich in der Tat 115 Änderungsbefehle. Und, meine Damen und Herren, mir fehlt jetzt heute die Zeit, 115 Änderungsbefehle hier im Einzelnen zu beschreiben. Deswegen will ich mich auf einige Schwerpunkte hier beschränken. Stichworten: Ganztagsunterricht. Der Pakt für den Nachmittag ist ein Renner. Das größte Ganztagsschulprogramm des Landes Hessen mit über 100 Millionen €, die dort investiert werden, zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, mit den Akteuren vor Ort, mit den Schulgemeinden, mit den Schulträgern die Dinge zu entwickeln und zu besprechen. Eine riesengroße Nachfrage. Und parallel dazu werden alle Anträge auf die Weiterentwicklung von gebundenen und rhythmisierten
Ganztagsangeboten genehmigt. Das ist die Politik, die wir im Koalitionsvertrag beschrieben haben. Sage das, was du tust, und tue das, was du sagst, meine Damen und Herren. Kommen wir zu den inklusiven Schulbündnissen Inklusion. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Cárdenas, Sie haben das ja schon immer hier deutlich gemacht. Sie haben ein völlig anderes Grundverständnis von inklusivem Unterricht haben als die meisten Menschen in diesem Raum, aber auch diejenigen, die es betrifft. Die inklusiven Schulbündnisse, die jetzt an den Start gehen, in diesem Schuljahr, sind die ideale Plattform, der ideale Planungsrahmen für die Entwicklung von tatsächlicher inklusiver Beschulung mit Maß und Mittel. Die Förderschulen, die haben nach wie vor eine sehr relevante Bedeutung. Die können ihre vorzügliche Arbeit weitermachen. Aber in einem inklusiven Schulbündnis sind natürlich alle Schulen mit Schwerpunkten dort, wo sie angesiedelt werden, mit dabei. Und wir sorgen damit dafür, dass die Förderschullehrer nicht mehr auf der Straße sind als im Klassenraum. Und das ist verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. So arbeiten wir. Wir orientieren uns am Elternwillen, und wir richten die Strukturen für die sonderpädagogische Förderung an den regionalen Gegebenheiten der Schulentwicklungsplanung, der Schulträger und den pädagogischen Konzepten der Schulen aus, meine Damen und Herren. Kommen wir zur Schulstruktur und zur Schulvielfalt. Ich glaube, da können wir darüber reden. Wenn ich hier vom Kollegen Degen höre, das ist ja alles viel zu wenig, und Bildungsgipfel, und man hat und wollte und hätte können, und höher, schneller, weiter, das alte Prinzip. Wenn doch die Schulen eins wollen, wenn die Schulgemeinden eins wollen, dann ist es Planungssicherheit und Zuverlässigkeit und nicht permanent ein totales Durcheinanderrühren von Schulstrukturen. Wir schaffen heute einmal dies ab und bauen irgendwas anderes Neues dazu. Wir machen das maßvoll. Und das ist auch, glaube ich, im Sinne aller handelnden Akteure. Und da gucken wir mal genau hin. Da unterhalten wir uns zunächst einmal über die Hauptschulen. Ja, meine Damen und Herren, das ist so. Da sind Sie nicht ganz unbeteiligt gewesen, dass Sie keine Presseerklärung herausgegeben haben, wo Sie die Hauptschulen und die Akteure, die dorthin gehen, kaputtgeredet und kleingeredet haben. So ist das nämlich, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir uns mal das weiter an. Wir haben noch eine Hauptschule, und richtig ist, es hat keine Anträge von Schulträgern in den letzten Jahren gegeben für die Neueinrichtung. Der Gesetzmäßigkeit kommen wir nach, und das schreiben wir auch ins Schulgesetz rein. Aber verbundene Haupt- und Realschulen, kooperative Gesamtschulen, integrierte Gesamtschulen, all dort wird natürlich noch der Hauptschulabschluss angeboten, und der Hauptschulabschluss wird da auch gemacht, weil der Hauptschulabschluss eine relevante Größe im hessischen Bildungssystem ist, meine Damen und Herren, ohne Wenn und ohne Aber. Das sind immerhin 336 Schulen, an denen dieses vorgehalten wird. Also, Frau Kollegin Cárdenas, keine Einheitsschule mit uns, keine Einheitslehre mit uns. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir geben den Gymnasien Gestaltungsspielraum für Gymnasien. Und die Entscheidung von G8 und G9 kann natürlich vor Ort getroffen werden. Und wenn ich das mal an dieser Stelle erwähnen darf, immerhin 15% aller Gymnasiasten sind noch im Bereich G8 unterwegs. Das ist keine Petitesse, und das, was alles kleingeredet worden ist, und die Totengräberreden, die Sie immer gerne an dieser Stelle auf den Weg bringen, die gehen völlig an der Realität vorbei. Auch dort Wahlfreiheit der Akteure vor Ort. Und das trifft dann auch für die integrierten Gesamtschulen zu. Auch das haben wir im Koalitionsvertrag beschrieben. Versprochen gehalten, tu das, was du sagst, und sage das, was du tust. Da werden die integrierten Gesamtschulen auch mit dem entsprechenden Klassenteiler, wie wir es versprochen haben, auf den Weg gebracht und gestärkt. Deswegen geben wir auch, weil die Frankfurter Situation eine besondere ist, meine Damen und Herren, wenn Frankfurt jedes Jahr um 15.000 bis 20.000 Menschen wächst, hat das Konsequenzen auf die Schulen und die Schullandschaft.
Deswegen, insbesondere für Frankfurt, ist die Einrichtung neuer gymnasialer Oberstufen, glaube ich, der richtige Schritt. Diese Möglichkeit, die wird jetzt dort eröffnet, natürlich andernorts auch, das ist keine Frage. Aber man darf den Bedarf dort dann auch einmal beschreiben, wo er derzeit zumindest am höchsten ist. Und dann will ich noch eins sagen. Übergang von Schule und Beruf. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Übergangsszenarien dort weiter optimieren. Denn unser Ziel ist, junge Menschen möglichst zügig in Ausbildung zu bringen. Das ist unser klares Ziel. Das ist das Primat unserer Bildungspolitik. Ich weiß gar nicht, was Sie dagegen haben, dass wir dann sagen, natürlich an den Produktionsschulen kann dann auch die Vollzeitschulpflicht absolviert werden. Ich halte das für vernünftig. Deswegen unterm Strich, meine Damen und Herren, der Entwurf zur Novellierung des Schulgesetzes ist ein gelungener Ausgleich zwischen einer Stärkung der von Schulvielfalt und Wahlfreiheit auf der einen Seite sowie der Anpassung an rechtliche und faktische Gegebenheit andererseits. Wir machen ein Schulgesetz für gute Bildung. Wir machen ein Schulgesetz für die Schulgemeinden. Wir machen ein Schulgesetz für starke Schüler. Wir machen... Lieber Kollege Armin Schwarz, du musst wirklich langsam. Herr Präsident, den Satz würde ich gerne noch zu Ende sprechen. Keine ideologischen Grabenkämpfe. Das unterscheidet uns von Ihren bildungspolitischen Ansätzen. Wir machen keine Bildungspolitik und kein Schulgesetz für bildungspolitische Kampfverbände. Wir sind da auf einem guten Weg. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Da werden wir sicherlich Gelegenheit haben, sowohl im Ausschuss als auch in der Anhörung, uns dann dezidiert damit noch einmal zu befassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr, dass wir heute ein gutes Schulgesetz auf den Weg gebracht haben, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Kultusminister, Prof. Lorz. Herr Präsident, Moment, meine Damen und Herren, dürfen wir bitten, dass der Minister das Wort hat? Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Novelle des Hessischen Schulgesetzes, die die Regierungsfraktionen hier eingebracht haben, beinhaltet die erste umfassende Novellierung des Schulgesetzes seit 5 Jahren. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, wir haben viele Anregungen aufgegriffen, wir haben vielen Menschen zugehört. Und deswegen haben wir auch Ideen für ganz viele Verbesserungen entwickelt, die sich in diesem Gesetzentwurf wiederfinden. Vor allem aber, meine Damen und Herren, spiegelt dieser Entwurf die Leitlinien der hessischen Bildungspolitik wider, wie sie die schwarz-grüne Koalition schon zu Beginn dieser Legislaturperiode formuliert hat und seither konsequent verfolgt. Und ja, Frau Abgeordnete Cárdenas, Sie haben recht. Das sind die Leitlinien, die ich auch schon 4 Wochen in meiner Regierungserklärung zum Ausdruck gebracht habe. Daran können Sie die Kontinuität unserer Bildungspolitik erkennen. Meine Damen und Herren, worum geht es uns? Es geht uns um die Sicherung der Qualität von Schule und Unterricht und ihre Weiterentwicklung. Es geht uns um die bestmögliche individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern. Und es geht uns um die Stärkung von Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit im hessischen Bildungssystem, weil wir auch glauben, dass sich auf diesem Wege die bestmögliche individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler gut erreichen lässt. Und in diesem Gesetzentwurf werden uns viele einzelne Weichenstellungen auf dem Weg zu diesen Zielen weiter voranbringen. Ich nenne den Ausbau der Ganztagsangebote. Auch hier folgen wir dem Grundsatz, dass wir durch die Schaffung eines vielfältigen und bedarfsgerechten Angebots Wahlfreiheit und individuelle Flexibilität gewährleisten wollen. Wir setzen auf einen ganzheitlichen Ausbau des Ganztagsbereichs, auf einen Zusammenklang von offenen, von teilgebundenen und von gebundenen Angeboten und eben nicht auf die von oben verordnete Einheitslösung, nach der es nur ein Idealmodell für alle geben kann. Deswegen verankern wir den Pakt für den Nachmittag im Schulgesetz. Deswegen schärfen wir aber auch die anderen Ganztagsprofile weiter aus, auch und gerade das Profil 3. Und damit bieten wir Schulgemeinden und Schulträgern eine Vielfalt von Wegen, auf denen sie ihren jeweils spezifischen Bedarf an Ganztagsausbau verwirklichen können, meine Damen und Herren. Ich nenne die Verankerung der inklusiven Schulbündnisse. Auch hier geht es um Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit. Wir folgen eben nicht einer bestimmten Ideologie, sondern wir wollen für jedes Kind in seiner Individualität den bestmöglichen Förderweg finden.
Deswegen setzen wir darauf, dass alle Entscheidungsträger, Schulträger, Schulen, Eltern, regionale Förderzentren, Jugendhilfe und noch viele mehr an einen Tisch zusammenkommen. Und wir geben ihnen alle Ressourcen in die Hand, die wir haben in der Sonderpädagogik und auch die, die wir noch in Zukunft brauchen. Und dann vertrauen wir ihnen das Wohl des jeweiligen Kindes in der Wahl des bestmöglichen Förderortes an. Das ist unser Konzept, meine Damen und Herren. Und in diesem Kontext, das ist etwas, was bisher noch nicht angesprochen worden ist, was ich aber doch, weil es auch schon an anderer Stelle Gegenstand der Debatte in diesem Hause war, erwähnen will, gehört dann z.B. auch ein Lösungsvorschlag für die Wiederermöglichung eines 13. und 14. Schulbesuchsjahres im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Hier müssen wir, das ist vielen in diesem Hause bekannt, auf eine neue Rechtsprechung zu der alten Gesetzeslage reagieren. Und wir nutzen die Gelegenheit, um auch gleich leitende Kriterien für eine solche Verlängerung der Schulzeit zu formulieren. Das ist nur ein Beispiel für die vielen Verbesserungen, die in der öffentlichen Berichterstattung gar nicht wahrgenommen werden, die aber für die betroffenen Schülerinnen und Schüler, die Schulen, für die Eltern eine ganz große Bedeutung haben, meine Damen und Herren. Ich nenne die Veränderungen im gymnasialen Bildungsgang. Die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 hatten wir bereits in der letzten Legislaturperiode eingeführt. Jetzt geht es darum, auch die Möglichkeit des Parallelangebots, die sich im Schulversuch als sehr erfolgreich erwiesen hat, auf Dauer zu verankern. Ich will vielleicht die Gelegenheit nutzen, weil wir über einen Schulversuch reden, um auch auf die Kritik von der Abg. Degen und Greilich einzugehen, die ja sinngemäß so formuliert haben, nach dem Motto, ja, wo ist denn jetzt das fundamental Neue in diesem Gesetz, irgendwas, was Sie noch nicht irgendwie schon ausprobiert, gemacht oder verkündet haben. Ja, meine Damen und Herren, das zeigt unsere Herangehensweise. Wir machen eben keine großen Entwürfe am grünen Tisch, die sich noch niemals irgendwo in der Wirklichkeit haben bewähren müssen und rollen die dann flächendeckend übers Land und sagen unseren 2000 Schulen, jetzt müsst ihr mal sehen, wie ihr damit zurechtkommt. Sondern, meine Damen und Herren, das Konzept dieser Landesregierung, dieser Koalition ist es, wir probieren Dinge aus, wir unternehmen Versuche, wir testen das, wir warten auf Feedback im Dialog mit den Schulen, die das ausprobieren. Und dann schreiben wir nur solche Dinge auch in den Gesetzentwurf hinein, wo wir mit gutem Gewissen davon überzeugt sind, dass die sich auch in der Realität bereits bewährt haben und auch weiterhin bewähren werden, meine Damen und Herren. Aber zurück zu unserem Parallelangebot. Mit der Verankerung dieses Parallelangebots im Schulgesetz werden die Schulen mit dem gymnasialen Bildungsgang in Zukunft über drei Optionen für die Organisation ihrer Mittelstufen verfügen. Das heißt, auch hier stärken wir die Wahlfreiheit. Und natürlich gehört auch in diesem Zusammenhang, und es freut mich, dass das offensichtlich auf einhellige Zustimmung in diesem Hause trifft, die Wiederzulassung neuer eigenständiger gymnasialer Oberstufen. Nur, meine Damen und Herren, wir machen das, um gleich auf Ihre Kritik einzugehen, Herr Schäfer-Gümbel, wir machen das eben nicht so flächendeckend und undifferenziert, wie das die Opposition im letzten Jahr vorgeschlagen hat, sondern ebenfalls mit klaren Errichtungsvoraussetzungen, die wir im Gesetz formulieren und die damit auch die Sicherheit uns geben, dass, wenn eine neue eigenständige gymnasiale Oberstufenschule entsteht, dass sie erstens auch auf Dauer bestehen kann und dass sie zweitens auch nicht die bestehenden gymnasialen Oberstufen anderwärts kannibalisiert, meine Damen und Herren. Ich nenne die neue Organisation des Hauptschulbildungsgangs, für den wir klarstellen, dass er in Zukunft nur noch in verbundener Form, typischerweise zumindest gemeinsam mit dem Realschulbildungsgang, angeboten wird. Auch das erweitert die Optionen an derselben Schule und erhöht damit die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen. Ich nenne die Ermöglichung der vollständigen Binnendifferenzierung an den integrierten Gesamtschulen. Auch das ist eine zusätzliche Option, die es bislang so nicht gegeben hat und die die Wahlmöglichkeiten der einzelnen Schulgemeinden erweitert. Auch hier folgen wir der Maxime, dass man vor Ort am besten wählen kann für die einzelne Schulgemeinde, was man für das richtige pädagogische Konzept hält. Wenn eine Schulgemeinde sich darauf verständigt, dann soll sie auch die Möglichkeit haben, das zu verwirklichen. Ich nenne die Verbesserungen beim Übergang von der Schule in den Beruf, die Stärkung der Berufs- und Studienorientierung, die Anerkennung der Produktionsschulen und die Neuordnung des sogenannten Übergangssystems. Da fällt ja nicht nur die neue Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung hinein, sondern beispielsweise auch das Auslaufen der einjährigen höheren Berufsfachschule. Und ich nenne die Stärkung der schulischen Qualitätsentwicklung, meine Damen und Herren.
einer der wichtigsten Punkte. Deswegen will ich ihn zum Schluss noch einmal besonders betonen. Und es ist nur ein Beispiel dafür, die Weiterentwicklung der bisherigen Regelinspektion zu einer externen und internen Schulevaluation, die Schulen in Zukunft individuell nach ihrem Bedarf unterstützen kann. Und auch hieran können Sie sehen, meine Damen und Herren, was eben unser Regierungshandeln und die Anträge der Opposition unterscheidet. Ja, die Abschaffung der Regelinspektion, die ist hier schon vielfach gefordert worden. Aber wir gehen eben nicht nur destruktiv heran, wir schaffen nicht etwas ab, sondern wir setzen konstruktiv etwas Neues, etwas Besseres nach unserer Überzeugung an deren Stelle. Dafür ist diese Schulevaluation auch ein gutes Beispiel. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, wir haben viele gute Vorschläge gemacht. Wir glauben, dass wir damit Unterrichtsqualität, Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit für unsere Kinder und Jugendlichen noch besser verwirklichen können. Aber wir freuen uns auch und sind gespannt auf die Anhörung und die weiteren Debatten im Ausschuss und in diesem Hause. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das war die erste Lesung. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den KPA. Es findet allgemein große Zustimmung und Freude. Machen wir das so.